Liebe Pokémon-Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie von mir, dem RC. Und zwar haben wir leider die Pokémon Randomizer Nuzlocke in Soul Silver nicht geschafft. Wir sind ja beim zweiten Arena-Leiter aufgrund eines Riachis leider gestorben. Es hat alle unsere Pokémon einfach nur zerstört. Und wir werden eine neue Randomizer Nuzlocke starten. Allerdings nicht in Soul Silver und auch nicht in Heart Gold, weil ich den Anfang ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal spielen will in so kurzer Zeit hintereinander und das vielleicht für euch auch relativ langweilig werden könnte. Deswegen spielen wir, wie in den Kommentaren vorgeschlagen, Pokémon Platin in der Randomizer Nuzlocke. Und ja, tatsächlich ist Platin auch ein Pokémon-Spiel, welches ich nicht gespielt habe. Ich habe damals mit Diamant aufgehört und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich Diamant jemals in meinem Leben zu Ende gespielt habe. Und wenn, kann ich mich nicht richtig daran erinnern. Ich habe das Diamant-Let's Play von MOP gesehen, also Mythos of Playing. Und er hat ja auch Randomizer Nuzlocke gespielt und wir spielen nicht Diamant, sondern wir spielen halt mal Platin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich darum gekümmert, das Layout zu ändern. Und zwar, wenn ihr nach oben schaut, auf den oberen Rand des Bildschirms, dann seht ihr dort die 6 Pokébälle. Dort werden unsere Pokémon, sofern sie denn in unserem Team existent sind, rein editiert. Ich werde die Namen, glaube ich, ehrlich gesagt nicht drunter schreiben mehr. Dadurch ist der Bildschirm, wo wir halt umherlaufen, etwas verkleinert worden. Ihr müsst mir sagen, ob das so in Ordnung ist oder ob ich das vielleicht doch nochmal ändern sollte, dass er halt vielleicht ein bisschen größer wird. Rechts seht ihr unten ganz normal den Bildschirm, den Auswahlbildschirm, wo die Attacken und so sind. Darüber ist eine Friedhofsbox, die sich hoffentlich nicht so schnell füllen wird wie das letzte Mal. Und darüber ist noch Platz und zwar habe ich mir überlegt, wenn ihr wollt, und einen vierten Bildschirm, oder so gesehen einen fünften, wenn man die Pokébälle dazu sieht, können wir, das kann ich kurz zeigen, die Webcam, hallo, hinzufügen. Das müsst ihr mir sagen, ob ihr das haben wollt. Ich werde es jetzt in der ersten Runde nicht machen. Und ja, das war es eigentlich soweit zur Einleitung. Wir können hier schon mal ein bisschen... Ah, jetzt muss ich erstmal wieder reintappen. Ah, jetzt will er nicht. Jetzt will er. Oh Gott, diese Textgeschwindigkeit ist einfach so langweilig. Ist so langsam. Und das ist die Musik und er ist Professor Albe. Also für jeden, der Randomizer Nuzlocke nicht kennt, werde ich das jetzt einmal kurz erklären. Randomize bedeutet, alle Pokémon, die Starter und die Pokémon von Trainern und die Pokémon auf den Routen und Pokébälle sind alles random. Auch die Items, die Pokémon tragen, sind random. Also das heißt, sie können Items haben, aber auch nicht. So, das ist das erste Spannende. Das zweite Spannende, was eigentlich die Herausforderung ist, ist die Nuzlocke Challenge. Die Nuzlocke Challenge beruht darauf, dass, wenn eins von unseren Pokémon besiegt wird, wir es ablegen müssen. Und zwar entweder wir müssen es freilassen oder auf die Friedhofsbox tun, deswegen halt auch auf dem Bildschirm die Friedhofsbox. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, wir dürfen, sobald wir Pokébälle haben, ab da startet die Nuzlocke Challenge, dürfen wir das erste Pokémon der Route fangen. Bedeutet, schaffe es nicht zu fangen, weil wir es zum Beispiel töten oder es flieht, weil es einen Abriss und Teleport oder so einsetzt, können wir auf der Route kein Pokémon mehr fangen. So. Nummer 3 ist, Tränke oder Heil-Items dürfen nur im Kampf, also dürfen außerhalb des Kampfes immer eingesetzt werden und innerhalb des Kampfes 3 Stück an der Zahl. Letztes Mal hatten wir nur ein, das war mir persönlich... Es ging, aber es hat uns nachher doch relativ hart kaputt gehauen. Deswegen habe ich es erhöht auf 3. Dazu zählen allerdings Gegengift, Sachen, die Verbrennung heilen. Achso. Ich drücke hier die ganze Zeit. Ah ja. So. What the fuck? Ich bin hier am Erklären und es dauert ewig x Jahre. So. Das ist das Erste. Ja, das dritte, das vierte ist. Wo war ich stehen geblieben? Achso. Wir haben keine Backup-Box.
Bedeutet, wir dürfen immer nur 6 Pokémon haben. Wenn wir 6 Pokémon haben und wir fangen ein neues, dann dürfen wir uns entscheiden bis zum nächsten Mal, welches wir ablegen. So, aha, du bist also ein Junge. Ja. Legen wir natürlich ein Pokémon ab, ist es denn halt auch in Anführungszeichen besiegt und darf dann auch nicht wieder aufgenommen werden. So, so viel dazu. Du bist also Herzchen, ja, bin ich. Alles klar. So, das ist unser, glaube ich, Rivale. Den dürfen wir direkt neu benennen. Wir nennen ihn natürlich unserem Kanalpartner oder unseren Kollegen halt getreu, Henrik. Könnt ihr noch ein Evo nennen, aber ich nenne ihn Henrik. Ach ja, Nummer 5 der Nuzlocke-Challenge, das passt sogar perfekt, ist, wir müssen jedem Pokémon einen Spitznamen geben. Viele machen das ja so, dass sie es mit den Abonnenten, also mit den besten Abonnenten so gesehen, die Spitznamen geben. Würde ich tatsächlich gerne auch machen. Problem ist allerdings, wir haben denn halt nicht so viele Pokémon zur Auswahl und nicht, dass man dann halt irgendwie untergeht oder so. Deswegen werden die Namen halt selbst erstellt sein. Da kommen ja auch relativ witzige bei raus. Ja, alles klar, lass mich in Ruhe. Daran kann ich mich zum Beispiel schon gar nicht mehr erinnern. Alles klar, es war eine Sondersendung Jubelstadt TV. Doch, das sagt mir tatsächlich was. So. Nee. Ach nee, komm doch nicht gleich. Da bist du ja. Hey, Ezzy, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eber ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht. Ja. Er gibt uns jetzt bestimmt Pokémon, oder? Ist das dein neuer PC? Ja, voll High-End, Alter. Aber nicht mit Windows oder Mac, sondern wir sind hier Linux-Nutzer. So. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist, in die Option zu gehen. Das einzustellen. Das nächste ist, wir werden Kampfstil-Folge machen. Das hat den Grund, damit es halt wieder ein bisschen schwieriger wird. Wir können uns auch jetzt noch einen schicken Rahmen aussuchen, den wir halt nutzen werden. Sehen wir alles scheiße, so wie immer. Oh, dieser Standardrahmen hier, damals aus den ersten Pokémon-Editionen, ey. Ja, komm, ich will den blauen haben. Nehmen wir den blauen, so. Ja, ich möchte die gewählten Einstellungen speichern. So. Hat uns gleich einen Tipp gegeben. Wir können da auch an den Rechner zugreifen und uns gleich im Internet angucken, wo die nächsten wilden Pokémon spawnen. Bei Pokémon Go, was haben wir hier? Das ist eine Wii-Konsole. Sowas besitze ich tatsächlich im Real Life nicht. Ich werde jetzt einmal fix speichern. Das hat den Grund, damit ich gleich das Intro nicht nochmal neu machen sollte. Sollte es irgendwie zum Absturz oder so kommen. Warum auch immer. So. Das braucht einfach so Ewigkeiten. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Layout jetzt findet. Und ja. So. Am Anfang ist halt echt relativ viel Gerät. Das ist leider wirklich so. Deswegen versuchen wir uns hier ein bisschen durchzuklicken und uns zu beeilen. Das nächste ist, ich hatte überlegt tatsächlich, ob wir nicht Switzerland trotz dessen, dass wir es nicht geschafft haben, weitermachen sollen. Ich habe mir aber gedacht, nee. Der Grund ist, ich wollte damit jetzt letztendlich auch abschließen. Weil wir halt echt das Problem hatten, hier liegt hier überall Schnee, was ist das denn? Weil wir halt echt das Problem hatten, dass wir in der ersten Folge relativ schlechtes Layout hatten. Dann sind wir in der zweiten und dritten Folge, wurden wir besiegt. Dann mussten wir in der vierten neu einsteigen. Da war das Layout dann besser. Das war so ein Prozess, ein bisschen zum Ende, auch mit der Webcam. Den möchte ich jetzt als abgeschlossen sehen und jetzt möchte ich neu starten. Und wir werden Sylsilver, das kann ich versprechen, danach auf jeden Fall machen. Aber jetzt haben wir uns erstmal. Wo weiß er eigentlich, dass der Typ nach Hause gegangen ist? Jetzt stürzen wir uns erstmal auf Platin. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee. Und da rammt er uns gleich rum. Was? Wir müssen uns beeilen. Komm, gib mir auch Turbo-Treter, ich will auch schneller laufen. Das ist ein Bait. Er baitet uns jetzt in seinem Zimmer, damit er uns hart vergewaltigen kann. Naja. So.
Ja, tu das. Er nimmt sein Beutel und sein Tagebuch mit. 10 Millionen Euro Strafe, wenn du zu spät kommst. Sehr unfair. Der Kollege hat schon Turbo-Treter und wir nicht. So. Das ist halt echt eine Sache. Route 201. Die ist halt einfach so. Mit dem guten alten Soul Silver. Wir werden es halt danach nochmal spielen, aber das sind wir erstmal hierbei. Vielleicht schaffen wir dies Nuzlocke ja auch nicht. Wer weiß. Ach komm, was ist denn da jetzt los? Oh, da kommt er. Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch Soul Gorse gehen? Weil wir 10 Jahre alt sind und noch nie hier längst gegangen sind ins hohe Gras. Ihre Welt würde sich ändern, wenn sie Pokémon hätten. Und ja. Wenn ich jetzt Nein gedrückt hätte, würde ich denn keine bekommen. So, stimmt doch. Ja, wir lieben Pokémon. Pokémon sind absolut geil. Vor allem die alten. Die erste Generation war einfach episch. Als Kind habe ich mir immer gewünscht, damals als nach Silber und Gold und als dann Rubin und Saphir rauskam, warum macht man halt nicht sowas und halt auch nach Diamant, wo man alle Welten nochmal zusammenfügt? So einen ultimativen Rework habe ich immer mega geil gefunden. Echt geliebt damals wahrscheinlich als Kind. Oh, jetzt können wir unser Pokémon auswählen. Die Spannung steigt. Hornli. Das ist einfach nicht wahr. Wer das erste Let's Play nicht gesehen hat, wir haben in der ersten Folge bei Soul Silver, mussten wir mit einem Hornlio starten, weil wir sonst zwei Baby-Pokémon gehabt hätten. So. Es ist gestorben. Wir haben die Nuzlocke halt nicht geschafft in der dritten Folge. War abzusehen. Den habe ich neu gestartet und da war auch wieder ein Hornlio bei, was ich fast hätte nehmen können. Nidoran. Oh, nice. Wir werden das Plinfa nehmen. Das ist nämlich eins der normalen Starter. Und da ist es kurz auf Englisch. Aber Hornlio. Oh Gott. Ja, wir sollen in den Sand kämmen. Er sagt mir alles ein bisschen was, aber tatsächlich ist es so lange her schon wieder. Also, wie gesagt, ich habe Diamant ja selber gespielt. Ja, er ist super nett. Aber es ist auch wieder so lange her. Ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Zeit für ein Du-Du-Du. Ach nee, warte, das ist ein anderes Spiel. Da kommt auch noch was zu. So. Allerdings, ich glaube nicht mal heute. Er hat ein Hornlio gewählt, alles klar. Er hat sich das Gammelding genommen. Da hätte ich tatsächlich doch eher das Nidoran genommen. So. Plinfa ist gar nicht schlecht. Auf jeden Fall für den Anfang. Ist halt ja auch eins der normalen Starter aus der vierten Generation. Senkt unsere Initiative, der Fahnenschuss. Was zum. Das tat weh. Hornlio kann halt zu Beginn halt Giftstachel. Wahrscheinlich werden wir instant vergiftet und sterben gleich im ersten Kampf. Aber die Challenge fängt ja auch erst an, wenn wir halt Pokébälle haben. Übrigens habe ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt habe ich vergessen. Eigentlich wollte ich das so machen. Die Chance, wenn man auf ein wildes Pokémon trifft und es fangen sollte oder fangen will, dass die Chance steigt. Das ist vor allem bei legendären Pokémon vielleicht ganz gut. Habe ich allerdings vergessen. Doof gelaufen. Was ich allerdings geändert, noch zusätzlich geändert habe, ist, die Trainer sind wieder themenbasiert. Außer natürlich der Rivale. Und auch die verschiedenen Areale, also wo man Pokémon fangen kann, sind themenbasiert. Das habe ich deswegen gemacht, damit man halt relativ breites Spektrum vielleicht ja doch an Pokémon vielleicht hat und nicht irgendwie fünf Pflanzen-Pokémon oder fünf Wasser-Pokémon direkt. Das fand ich ganz interessant. Ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen wollte ich mir das mal anschauen. Das. Ja, zieh das an. Endlich haben wir die Turbo-Treter. Das sinkt natürlich nicht die Chance, dass wir auf
wilde, legendäre Pokémon treffen. Das kann natürlich immer noch vorkommen. So. Alles klar. Aber das senkt natürlich die Chance, dass auf der ersten Route von fünf verschiedenen Pokémon gleich fünf legendäre auftauchen. Weil das ist immer so eine Sache. Das kann nämlich auch. Also hatten wir ja tatsächlich im ersten Durchgang, also in Folge 1 und 2 und 3, war das ja tatsächlich so. Ja, der Kampf war super. Er war richtig spannend. Ach, der folgt mir jetzt. Ach, wir sollen zum See gehen. Wahrheitsufer. So. Der, du fangen wir legendäre Pokémon. Ja, sicher tun wir das. Was geht hier vor? Und da sehen wir schon einen Bösewicht, der Fluss der Zeit. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen. Aber irgendwas mit Z, glaube ich. Ich glaube bei Diamant und Pearl. Oh, da war ein legendäres Geräusch. Ist das so, dass der Professor hier von, ich glaube, Schwalbini oder so angegriffen wird und man deswegen halt die Pokébälle nimmt, um ihm zu helfen. Was irgendwie mehr Sinn macht, als was wir jetzt gehabt haben, nämlich dass wir aus unserem Zweiblattdorf rausgehen, also unserer Heimatstadt, und auf den Professor ganz zufällig treffen, der uns ein ganz zufällig Pokémon gibt, weil er denkt, die stehen voll auf Pokémon, kennen wir die welche? So. Ach ne, wir können dazu also noch nichts fangen, deswegen rennen wir einfach durch. So, wir sind nicht mal auf ein wildes Pokémon gestoßen und da ist ein Mädel. Hallo. Ja, komm, der Professor interessiert mich gerade nicht. Wer bist du denn? Stell dich doch mal vor. Unser Kollege, ey. Versaut wieder alles. Ich war gerade voll dabei, sie klar zu machen, ey. Also unser Sprite sieht irgendwie mega merkwürdig aus. Alleine diese komische Mütze, die wir alle aufhaben. Die Mützen sehen irgendwie immer komisch aus. Ihre Mütze ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So ein bisschen so Schlumpf-Style. Ja. Plinfer ist ziemlich glücklich. Wir haben vergessen. Ah doch, ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen Spitznamen gegeben. Jetzt können wir Spitznamen geben. Und es sieht aus wie ein Pinguin und deswegen werden wir es Pingu nennen. Weil Pingu so ein genialer Name ist. Pingu. Pingu oder Pingu? Pingu. Pingu. Es ist sogar männlich. Ja, ich bin zufrieden. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wollte, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgeschirmt, ja. Mein Erscheinungsbild. Bei Lucia könnte es vielleicht auch klappen. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu den Pokémon bist. Ich kann auch freundlich zu dir sein. Oh, kein Spieß mehr. Doch jetzt. Okay, ja, die Anmache habe ich jetzt nicht gehört. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für uns tust. Und zwar ist mein Name Professor Albo und ich studiere Pokémon und ich bin zu faul, selbst die Daten zu sammeln. Deswegen darfst du für mich rausgehen. Würdest du das machen? Ja, alles klar. Diese Story einfach nur. Alles klar. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre. Achso, sagt der alte Typ da. Ich dachte, dass da die Lucia, weil sie so eine geniale Bewegung gemacht hat. Mein erstes Pokémon war Panflam. Hältst du dich für. Ja, konnte ich leider nicht. Panflam war nämlich nicht dabei. Doof gelaufen für mich. Ja, sie freut sich mir schon, das ein oder andere zu erklären. Ich mich auch, hoffentlich im Bett. So. Oh. Ich habe hier ein praktisches Item, du sollst es mitnehmen. Nice, ein Item. Direkt am Anfang? Kann ich mich gar nicht erinnern. So eine technische Maschine, Rückkehr. Ist das Rückkehr? Ich habe das ja eigentlich auch gerandomized. Hoffentlich. Ja, so. Du bist meine Mentorin, ja, ich weiß. Hier ist ein Pokémon Center. Pokémon Center und Pokémon Markt sind immer noch getrennt.
Ja, Items, Medizin und Pokébälle kann ich da kaufen. Oh, ich soll jetzt ernsthaft zu meinen Eltern laufen. Ja, ich laufe jetzt fix hin, dann laufen wir zu ihr und dann zeigst du uns nämlich wieder, wie man geil Pokémon erfängt. So, Items, Pokébälle. Wir haben tatsächlich Rückkehr bekommen. Ich glaube, ich habe vergessen zu randomisieren, dass man verschiedene TMs bekommt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ändern, weil ich nicht nochmal randomisieren jetzt möchte. Mal sehen, was wir auf Route 201 für Pokémon bekommen könnten. Es wäre ein Skogler. Ja, komm. Machen wir schnell kaputt. Es ist einfach immer. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, komm. Ich hab keinen Bock. Oh, nein. Schmerzen. Lass das. Hör auf. So, Mama. Danke. Ja, hat mir eine richtig krasse Sache anvertraut. Wir haben ein Tagebuch bekommen. Richtig geiler Shit, ey. Kann ich mir nicht selbst leisten. Wahrscheinlich kann ich mir es echt nicht leisten. So. Ja, Mama, lass mich in Ruhe. Ja, ich komme ab und dann nach Hause. Oh Gott. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Karte für unseren guten Jannik da mitnehmen. Ja, er ist schon abgezecht, so wie immer. Aber wieder viel zu schnell. Wie immer. So. Wir haben ein Paket erhalten. Wow. Da ist bestimmt die Karte für ihn drin. Ja. Danke. Tschüss. Ich sehe euch nie wieder. Ich habe voll das geile Pinguin. Oh ja, der platt. Nämlich nervt. Oh. Was könnte man denn noch hier theoretisch fangen? Ein Dodo. Das kann man vielleicht machen. Ist schneller als wir, ey. Was soll der Shit? Und wir machen gar nicht mal so viel Schaden. Bin auf jeden Fall zufrieden mit unserem Starter. Das ist sehr gut, dass wir das bekommen haben. Komm schon. Und da geht's schon weiter. So, sie will uns jetzt zeigen, wie man Pokémon erfängt. Komm schon. Zeig's mir. Gib's mir. Oh, Special Effects. Geile Musik. Und sie möchte einen Heatran fangen. Geile Mucke. Ja, sie wird jetzt schwächen. Stimmt. Sie macht fast keinen Schaden, ist aber egal. Antikraft. Sehr effektiv gegen Panflammen. Macht nur 6 Schaden. Und sie wird jetzt. Es ist bereit für ein Pokéball. Komm schneller. Sie hat 20 Pokébälle. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich finde, sie fängt das jetzt und gibt mir die anderen 19. Aber sie ist gierig und wird mir nur 5 geben. Yes! Ist jetzt gefangen. Das ist so witzig, Mama. Ja, ich habe alles gesehen. Ja, lass mich in Ruhe. Nein. Danke. Ja, lange Reise. Komm. Tschüss. Wir sehen uns heute Nacht. So. Wir werden fix ins Pokémon Center gehen. In den Pokémon Supermarkt. Hoi. Dann werden wir ein paar Sachen kaufen. Nämlich 10 Pokébälle.
Denn wenn wir drei Tränke kaufen, denn wenn wir dreimal Gegengift kaufen und dann werden wir noch mal zwei Tränke kaufen. Ein Trank, alles klar. So, damit haben wir alles, was wir haben, direkt ausgegeben. Mama, ich brauche mehr Geld. Und ich habe unser Pokémon gar nicht angesehen. Was haben wir denn so Schönes? Es ist mutig. Steckt Wasserattacken in Not. So, wir müssen uns auch einmal fix heilen, dann werden wir auf der ersten Route gleich ein Pokémon fangen. Schneller. Ja. Komm. Vielleicht werden wir gleich auf der zweiten Route auch noch eins fangen. Dann dürfen wir bei ungefähr 30 Minuten sein. Das ist in Ordnung. Ja. So. Komm, gib mir was Geiles, gib mir was Geiles, gib mir was Geiles, was ich gebrauchen kann. Kein Dodo. Kein Skorkler. Nice. Es ist ein flauschiges Pokémon. Mit flauschigen Wolken, glaube ich, so dass das schon als Federn. Als Federn. Als Flügel. Ich will es haben, auf jeden Fall. Zack. Beute. Bälle. Pokéball. Ja, eins, zwei, drei und es müsste jetzt unser sein. Sehr geil. Es kann nicht entspannen, wenn es oder seine Umgebung da ist. Da wird alles mit Flügeln. Naja. Wir nennen es. Wir nennen es Wolli. Wolli ist super. Es ist weiblich. Wolli passt. Die gute alte Wolli. So, zeig mal her, was bist du denn Schönes? Das ist auch kein Item. Was soll das eigentlich? Es ist locker. Heilt bei auch so Statusprobleme. Mag saures Essen. Schnabelkranz. Okay. Damit haben wir schon unser zweites Pokémon. Jetzt auch noch mal fix. Ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir werden hier noch mal fix jetzt eins fangen. Zumindest versuchen. Komm schon. Ach du heilige Scheiße. Heilige Beltra. So. Ich möchte wieder ein Feury haben. Ich vermisse es jetzt schon. Relativ viel Schaden. Sandgrab. Ja, komm. Es wurde durch Sandgrab. Ach du Scheiße, jetzt musst du es auch noch besiegen. Und erfangen. Eins, zwei Beine. Alter. Puh. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, komm. Lass mich mit Sandgrab in Ruhe. Beute, Bälle, Pokéball. Du gehörst mir. Depp. Depp. Es hat sich befreit, Leute. Das ist nicht gut. Ja, komm, es macht eh keinen Schaden. Oh. Erstmal einen Volltreffer bekommen. Wir werden uns einmal fix heilen. Alles klar, Sanka kriegen daneben. Gut, neuer Pokéball. Ja. Ah. Ja, komm, setz eine komische Finte ein. Diese Animation. Macht mich ganz nervös. Komm. Jetzt bleib aber mal drin, da.
Wir sind bei 30 Minuten jetzt. Komm schon. Ja. Leichter, leichter. So. Mit mächtigen Flügelschlag verursacht das einen Sandsturm. Es wird Geist der Wüste genannt. Wie nennen wir es? Geist der Wüste. Sandsturm. Oh ja. Heute bin ich richtig kreativ. Sturmi. Alles klar. Gut. Damit sind wir auch jetzt am Ende der Folge angelangt, nach knapp 31 Minuten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Layout findet, wie ihr das neue Projekt findet, wie ihr mich findet, ob ihr mich hasst, ob ihr mich mögt. Lasst gerne ein Like da, damit ich sehen kann, wie das Projekt ankommt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und mehr von mir sehen wollt und vielleicht auch von dem guten Jendrik, dann abonniert mich doch einfach. Wir sehen uns morgen beim Part Nummer 2 wieder. Bis dahin, haut rein!